Guten Abend, wir spielen heute Civilization, das erste Spiel. Ich lade das hier auf einem Mac mit einem DOS-Emulator, die originale Version. Ja, es ist ein Turn-Based-Spiel, wo es darum geht, eine Zivilisation aufzubauen. Man fängt an in der, es fühlt sich an wie Steinzeit, entwickelt Technologien. Setzt sich auseinander mit anderen Zivilisationen, gegen die man kämpft. Man sieht, die Pixel sind noch sehr grob, weil das Spiel damals auf einer Auflösung von, ich glaube, 320 mal 200 oder 640 mal 400 gelaufen ist. Wir sind heute mal die Babylonier, weil die recht stark sind. Und deswegen, wenn wir jetzt sechs KI-Gegner haben, fallen die als KI-Gegner raus. Wir können am Anfang Ceremonial Burial haben wir. Als eine Vorstufe zur Religion. Gut, als erstes. Es ist wichtig, dass man die Tax Rate anpasst auf 0, weil wir am Anfang nur auf Entwicklung gehen wollen. Es ist am Anfang noch sehr gut möglich, auf Wissenschaft zu gehen, auf die Entwicklung, weil da Entwicklung nicht so viel kosten. Wir brauchen Enemy Moves und ich stelle die Optionen ein, sodass es möglichst wenig stört. Wichtige Option ist, Endturn anzulassen, damit man vor Rundenende sicher gehen kann, dass man auch alle Städte beobachtet, besucht hat und nicht irgendwie was vergessen hat. Okay, Startfeld. Wir gehen eins zur Seite und gründen unsere Stadt auf so einem Schildsymbol, weil man dort bessere Möglichkeiten hat. Also hier sieht man, dass dieses Feld zwei Korn, zwei Getreide gibt, ein Schild, was zur Produktion nötig ist, und diese beiden Pfeile stehen für Handel. Und dieses Schildfeld symbolisiert, dass man auf der normalen Wiese eben auch eine Produktion mehr hat. Wir beginnen mit einer Milizeinheit, die ist am schnellsten zu produzieren und sehr gut geeignet, um die Welt zu explorieren. Jetzt geht's weiter. Es passiert nicht so viel. Was wollen wir entwickeln? Am Anfang, das ist eine Frage der Strategie. Meine Strategie ist die sogenannte Ameisenstrategie, so hat sie ein Freund und Mitspieler von mir mal genannt. Wir gründen viele kleine Städte, die gleichwertig sind, bauen diese Städte nicht groß aus, aber durch die schiere Masse, können wir eine große Produktion und einen großen Fortschritt bewirken. Sinnvoll ist da das Weltwunder, ein sogenanntes Weltwunder namens Johann Sebastian Bach-Kathedrale zu entwickeln, was die Bevölkerung glücklicher macht. Und dadurch haben wir es einfacher, fällt es uns einfacher, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und zu verhindern, dass es Aufstände gibt bei uns. Wir nutzen dafür einfach mal das Alphabet, weil das eine Basistechnologie ist. Und entwickeln weiter. Jetzt haben wir unsere erste Einheit. Damit experimentiert die Welt und es wird automatisch weitergebaut, die zweite Miliz, die wir auch entwickeln wollen. Ist ein sogenanntes House of der Weisheit, ein Haus der Weisheit. Wir haben einen Friendly Tribe of Skilled Mercenaries, das heißt, eine zusätzliche Einheit haben wir jetzt bekommen und werden mal schauen. Ja, die ist uns zugeordnet worden. Wir wollen jetzt nicht noch eine dritte Einheit erschaffen, deswegen können wir jetzt schon umschwenken auf eine Siedlereinheit, mit der wir dann weitere Städte gründen können.
Und jetzt sind wir hier zu zweit und erkunden die Welt. Und treffen auch gleich die Griechen. Am Anfang erstmal guten Tag sagen. Es gibt keine Technologien zu tauschen. Sagen wir einfach guten Tag und halten Frieden. Und laufen weiter. Ja, wir wollen jetzt nicht die Griechen aufhalten, wir wollen mit denen nicht Händchen halten, sondern laufen einfach weiter durch die Welt mit beiden Einheiten. Auch wenn dadurch die Griechen nahe unserer Hauptstadt rankommen, das soll uns jetzt egal sein. Sie verfolgen uns. Und es ist immer ein Risiko dabei, weil es könnten auch Barbaren sein. Aber gerade in den ersten Jahren sind Barbaren sehr unwahrscheinlich. Deswegen gehen wir das Risiko ein. Haben jetzt noch eine dritte Legion, zweite Legion für eine dritte Einheit gefunden. Das macht es etwas schwieriger, die Siedler zu erzeugen, aber auch das ist möglich. Der Kontinent ist relativ groß. Ich glaube, wir können uns leisten, eine Einheit bei Babylon zu lassen, um die Hauptstadt gedeckt zu lassen. Mit der anderen erkunden wir weiter. Der Hoffnung, andere Stämme zu treffen oder sogar noch weitere Häuser der Weisheit zu finden, wo man auch Technologien entdecken kann, was ganz angenehm ist. Jetzt entwickeln wir weiter Writing der Kulturpfad. Die Griechen verfolgen uns ohne Verstand. Und wir befestigen die Einheit einfach in der Hauptstadt und sichern sie so gegen andere Einheiten. Großer Kontinent. Das heißt, die beiden Einzelnationen werden Griechen und Babylonien. Das wäre schon ein kleines Wunder. Kann davon ausgehen, dass man noch weitere Nationen trifft. €50 gefunden, super. Und das ist jetzt die Siedler einer. Jetzt Vorsicht, hier ist ein schwarzes Schild, das heißt, die Siedler werden nicht unterstützt. Dann gehen wir jetzt auf den Wald und haben die drei Schilde für drei Einheiten. Das Problem ist, wenn die Stadt eins größer wächst, werden diese Schilde neu verteilt. Und je nachdem, wie die Logik ist, ich habe es nicht genau im Kopf, könnte es sein, dass da ein. Nee, es sollte gut gehen. Ja, es sollte gut gehen. Wir können noch weiter Schilde bauen. Nochmal zur Kontrolle. Wir sind immer noch eins Feld weiter. Okay, wie planen wir jetzt unsere Expansion? Wir bauen Städte nicht direkt an eine angrenzende Kante, aber über Eck wäre schon möglich. Aber die Frage ist, ob wir das wollen. Wir machen erstmal ein kleines Feld mit der Straße. Die Stadt ist auf Zahl angewachsen und wir haben jetzt genau immer noch das Waldfeld und ein Schildfeld. Dieses Schildfeld können wir aufwerten mit einer Straße. Deswegen werden wir da jetzt eine Straße bauen, um dann besser Entwicklungspunkte zu produzieren. Okay, da sind die Inder. Vielleicht können wir denen was tauschen. Sehr gut. Alphabet gegen Bronze. Das nehmen wir gerne. Und wieder ein Friedensschluss. Und nochmal €50 gewonnen. Sehr gut. So.
wir bauen weiter Straßen, weil es am wenigsten festlegt. Und sehen jetzt noch eine vierte Nation hier. Die Gelben, also die Ägypter. Oder die, ich glaube, Azteken sind es noch. Wir haben jetzt hier noch eine weitere Einheit dazu gewonnen. Und weil wir weit entfernt sind von der Hauptstadt, von der nächsten Stadt von uns, ist das jetzt eine Einheit, die keiner Stadt zugehörig ist, was ein Vorteil ist, weil die auch keine Unterstützung braucht. Das heißt, wir haben jetzt vier Einheiten, einen Siedler, Siedler zählt eigentlich auch als Einheit, und ja, bringen gerade die Inder ein bisschen in Bedrängnis, weil wir mit einer Angriffseinheit um die Hauptstadt rumwandern. Müssen noch entscheiden, wie wir hier weitermachen. Man kann hier checken, wie die Felder belegt sind. Ob nein, es gibt hier kein Schild bei den beiden Fußfeldern, deswegen schaltet das aus als Standort für eine Stadt. Ist jedenfalls nicht so attraktiv. Und wir machen weiter mit der Diagonalbeziehung. Nicht weiter. Ich kann nicht, wenn die Einheit benachbart ist an eine feindliche Einheit, neben eine andere feindliche Einheit ziehen. Das geht nicht. Okay. Dann lasse ich jetzt die Inder mal in Frieden. Und weil sie keine Gefahr darstellen, sondern suche hier weiter. Und hier wird die zweite Stadt gegründet. Wir bauen auch hier gleich Siedlereinheiten, weil wir genügend militärische Einheiten haben. Im Augenblick, denke ich, droht keine Gefahr. Überhaupt in den ersten 1000 Jahren ist es, kann man relativ sicher sein, dass man nicht überrascht wird von Feinden. Es gibt manchmal Aufstände und Piraten, aber das Risiko ist zu vernachlässigen. Und hier auch noch ein Haus, wo wir etwas gewinnen können. Ägypter können wir auch tauschen, sehr schön. Und nochmal ein kleines Risiko. Wir haben 100 Euro auf der hohen Kante und haben schon wieder jetzt vier Einheiten hier in dieser Stadt gehören. Dann brauchen wir keine mehr zu produzieren. Und weil diese Einheit keine Kosten verursacht, sie ist known, keiner Stadt zugehörig, kann ich sie auf diesem Feld, was gut befestigt ist, man sieht das, wenn man mit der rechten Maustaste drauf geht, sieht man die Eigenschaften vom River. Verteidigungsbonus plus 50%, man ist etwas befestigt. Ich befestige einfach diese Einheit hier und sorge dafür, dass die Ägypter sich schwieriger entwickeln können. Gut, die Legion geht nach Hause, das heißt nach Suma, und die Reiter gehen weiter auf Erkundigung.
Heimatstadt, damit unsere Hauptstadt erst entlastet wird. Wir befestigen uns. Gefühlsmäßig war es das mit diesen vier Nationen auf dem Kontinent, was wirklich eine große Anzahl ist und bedeutet, dass wir ja, nicht so ungestört uns entwickeln können, viel tauschen können, aber auch viele Kriege haben werden, weil gerade die Inder sind nicht ohne, sind relativ aggressiv, die Griechen eigentlich auch. Und die Ägypter, glaube ich, geht so, die sind nicht so aggressiv. Mit denen werden wir in der Anfangszeit schon zu tun haben. Die Griechen sind später keine Gefahr. Jedoch die Ägypter, die gehen auf Forschung. Prinzip, wir sind hier im Norden, weil ein paar Eisfelder sind. Der Nordpol ist nah. Okay, Barbaren, das war wahrscheinlich das Ende unserer Phalanx-Einheit, die irgendwo da unten ist und vielleicht noch die Legion beschäftigen wird, die Wache hält bei den Ägyptern. Aber, c'est la vie. Dann schauen wir uns noch die letzten Felder hier oben an, die noch nicht entdeckt sind. Ja, das war's. Wir haben Schreiben entdeckt und ja, gehen weiter Richtung Religion. Und wenn ich mich nicht recht erinnere, bin ich überfragt, Code of Laws könnte Religion sein. Das können wir aber mit uns anschauen, Literacy. Ja, ich glaube, das führt uns in die richtige Richtung. Auf jeden Fall Richtung Republik, das wir auch brauchen werden. Dann nochmal unsere Siedler. Sehr gut. Das können diese babylonischen Reiter noch erforschen. Diese Ecke wäre noch möglich. Ansonsten hier dieser Streifen. Vielleicht sollte nach Süden noch erobert werden. Das ist mir, scheint mir zielführender, als jetzt hier oben noch die letzte Ecke zu erforschen. Bauen weiter Straßen. Und sind jetzt hier in eine kleine Sackgasse gerannt, wenn wir nicht so gut vorbeikommen. Aber das kostet nur Zeit. Leider Zeit, aber auch nicht mehr. Die Griechen sagen guten Tag und wollen Frieden. Sehr schön. Wir gründen hier unsere nächste Stadt. Brauchen auch dort keine Einheit zur Befestigung, weil wir noch die Reiterei hier haben. Siedler entdeckt in der zweiten Stadt. Und jetzt sind wir kurz vor dem Jahr 3000, wo die erste Abfrage kommt. Noch ein Check, wie das ausschaut mit den
Schildern. Hier ist auch kein Schild. Ich suche die Plätze für die nächste Stadt, wo sie gegründet werden kann. Ich würde plädieren hier für dieses Feld. Dazu muss man eine Straße bauen dahin und nun ja, wir kriegen das hier lang. Okay, das war's. Wir werden diesen Quiz lösen. In der Zwischenzeit, während wir ausschalten und sehen uns dann weiter bei der nächsten Folge, bei der Fortsetzung für die nächsten 1000 Jahre von Civilization. Bis bald, wieder schauen.